Das war ein sehr nachrichtenmäßiges Intro. Wichtig, denn heute, habe ich ja schon angekündigt, geht es nicht mit der Werkbank weiter, weil wir einen Kundenauftrag haben. Und der ist sehr schön von der Idee, worum es gehen soll. Er ist aber auch sehr schön, um ganz viele wichtige Sachen, die man so erklären kann, mal zu erklären. Und bevor ich jetzt hier weiter lange rumstehe, gehen wir mal einen Meter weiter nach vorne, weil da liegt das Objekt der Begierde ab und zu. Ja, das Objekt der Begierde liegt da ab und zu. Ja, weil das Holz öfter auf diesem Tisch liegt. Also, naja, da muss ich jetzt irgendwie wieder rauskommen. Also, wir gehen mal zum Holz. Vor uns liegt jetzt eine von zwei schönen großen Nussbohlen. Und ich hatte bei Instagram letztens so ein ganz bisschen mal gezeigt, wo ich die in diesem Fall gekauft habe. Nicht wie sonst bei Wood Design Steinke, wo ich auch ab und zu Holz besorge. Ich habe aber auch einen lokalen Holzhändler, der wirklich lokal ist bei mir, wo ich gerne hingehe, wo ich eigentlich alles bekomme, was ich brauche, auch die abgedrehtesten Sachen. Und das ist, nachdem ich jetzt mit ihm nochmal gesprochen habe, ob ich das überhaupt so öffentlich mal sagen darf, ja, es ist Furnier Henning, beziehungsweise Hennig, der ist hier bei mir in der Gegend. Das könnt ihr googeln. Könnt ihr auch lassen, wie ihr wollt. Jedenfalls, da fahre ich eigentlich sehr gerne hin. Das lohnt sich auch, weil ich, wie gesagt, wie jetzt in diesem Fall, diese Nussbohlen ja auch direkt gefunden habe und die Lieferung auch schön schnell ging. Das heißt, wir haben unser Material schnell da. Und auf das ganze Thema, was mache ich eigentlich mit Material? Wie lagere ich das? Sollte ich Holz lagern? Gehen wir gleich ein. Wir reden erstmal noch 5 Minuten über das Projekt an sich. Nochmal, also es ist Nussholz. Wofür brauchen wir das? Für ein Bücherregal. Und warum ein Bücherregal, Alter? Das klingt ja alles, aber überhaupt nicht spannend. Haha, oh doch. Denn es kommt ja immer darauf an, was man draus macht. Und was wir draus machen, das sehen wir nächste Woche, weil wir dann anfangen, das Ganze sozusagen in die Form zu bringen, die wir haben wollen. Heute geht es aber erstmal darum, wie mache ich das eigentlich, wenn ich teures Holz kaufe? Und teuer ist in diesem Fall, kann ich auch sagen, relativ einfach festzulegen. Eine dieser Bohlen, die sind 3,20 Meter lang, ungefähr so 47 im Durchschnitt breit und 3, irgendwas dick. Kostet mich netto 230 Euro. Das heißt, bei 2 plus Mehrwertsteuer sind wir dann schon bei einer Summe, wo man sagen könnte, jo, im Vergleich zu der Werkbank, was wesentlich mehr Holz war, ist dieses Nussholz wohl ganz schön teuer. Und deswegen, beziehungsweise nicht nur deswegen, aber das ist ein guter Grund, um es mal anzusprechen, ist natürlich die Planung sehr, sehr wichtig. Und die Planung bedeutet, was benutze ich eigentlich von diesem Stück Holz? Wie viel Holz brauche ich eigentlich? Und wenn ich mit Massivholz arbeite, wie viel Holz kaufe ich eigentlich extra, damit ich auf der sicheren Seite bin? Und genau das schauen wir uns jetzt an. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Bohlen sind 47 cm breit. Ich brauche fürs Bücherregal 26 cm breite Streifen. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal zuallererst, aus einer Bohle kriege ich immer nur einen Streifen raus. Denn, das ist jetzt der Nach- oder Vorteil beim Kundenauftrag, alle Teile, also alle Einzelteile, sollen aus einem Stück massiv sein, nicht verleimt. Das heißt, so schön diese Bohle auch ist, wir haben einen relativ hohen Verschnittfaktor, weil wir, jetzt ganz blauäugig gerechnet, 50% der Bohle, nämlich die Hälfte, die überbleibt, nicht verwenden können. Was dabei wichtig ist, ich kann sie ja verwenden, weil der Rest gehört mir, damit kann ich machen, was ich will. Aber das ist der Grund, warum wir 2 Bohlen brauchen. Und wenn ihr jetzt natürlich sagt, okay, ich verleime die beiden Teile, ist das schon wieder was ganz anderes, dann könnt ihr das anders machen. In dem Fall geht es nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger jetzt auch, wenn wir wissen, okay, die Teile sollen aus einem Stück sein. Also jedes Einzelteil ist nicht verleimt, sondern ist einfach ein Stück hier rausgeschnitten. Daraus ergeben sich manche Probleme. Und manche Probleme sind eigentlich eher Herausforderungen, nämlich die Konstruktion muss sehr gut sein, weil sich das Bücherregal nicht verziehen darf. Und wir müssen sehr genau gucken, welches Teil der Bohle können wir wo einbauen. Denn wir haben natürlich, wenn wir das jetzt hier sehen, ganz viele Stellen, die sehr, sehr interessant sind. Wir haben da hinten so ein sehr, sehr schönes Astloch, was wahrscheinlich unmöglich wird einzubauen, leider. Wir haben Risse, wir haben Einschlüsse. Das heißt, wir haben ganz viel, womit wir arbeiten können. Im Zweifelsfall sogar arbeiten müssen, denn ich will ja nicht jetzt hier sinnlos 5 Meter Holz kaufen oder 15 Meter Holz und dann nur 3 davon verwenden. Und da ist es also sehr wichtig, sich einzuzeichnen, hey, welches Stück will ich wo haben? Und jetzt ist natürlich die Frage, Jonas, wie machst du das denn? Mein Ansatz ist es ja grundsätzlich, dass man das Holz nimmt, wie es ist und möglichst wenig Teile einfach wegwirft. Das heißt, grundsätzlich
wäre so ein Riss wie hier erstmal gar nicht so schlimm. In dem Fall ist es aber so, dadurch, dass wir nur 26 cm brauchen, können wir von hier rüber messen und sehen, aha, dieser große Riss, der fängt bei 40 cm an. Das heißt, es wäre zwar schön, wenn wir ihn einbauen würden, es macht aber in dem Fall wenig Sinn, weil es einfach ein bisschen zu viel des Guten ist. Wir sehen also, wir haben auf dieser Seite, wenn wir uns 25 oder 26 cm am Ende rausschneiden wollen, nehmen wir ruhig, sagen wir mal, 4 cm extra, also 30. Das heißt, wenn ich hier den äußersten Rand nehme, wir können ja die Rinde einmal abbrechen. Das ist immer ganz wichtig, um auch von oben nochmal zu sehen, in welche Richtung fällt denn eigentlich die Baumkante. Weil da ist es sehr tückisch. Manchmal dreht die sich ja. Das heißt, wir denken, aha, hier ist das kleinste Maß, aber die Baumkante rutscht hier hinten nach innen. Das heißt, wir haben viel weniger Material, als wir denken. Wenn wir die aber mal eben so hier abbrechen, das geht mal besser, mal schlechter. Mit ein bisschen Kraft geht es meistens ganz gut. Können wir nämlich sehen, genau das, was ich gerade gesagt habe, sie läuft hier relativ fallend in diese Richtung, dreht sich aber und hier geht sie schon sehr gerade runter. Das heißt, wir müssen, wenn wir hier einen geraden Schnitt machen, schon wirklich überlegen, wo schneiden wir eigentlich lang, damit wir hier nicht in Probleme kommen. Aber wenn wir jetzt von dieser Kante, wir sehen ja, das läuft halbwegs, wir können auch mal die Länge erstmal angucken. Wir wollen ungefähr 80 cm am Ende haben. Ich würde einfach zum Verschnitt, damit wir am Ende alles wirklich schön formatieren können. Also A, beim Rausschneiden brauchen wir erstmal Platz und beim Formatieren am Ende. Dafür würde ich so grob 5 bis 6 cm einplanen. Das heißt, wir können uns hier eine Markierung machen. Das merken wir uns schon mal grob, da schneiden wir ab. Und auch von der Breite können wir jetzt gucken, weil wir die Baumkante sehen, wie viel Material brauchen wir in etwa. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen 26 plus 4 cm Spiel, dann wären wir bei 30 und wären hier. Und jetzt haben wir schon so eine ganz grobe Einteilung, was für einen Teil wir hier eigentlich rausbekommen. Und wenn wir jetzt ganz cool sind, beziehungsweise nicht cool, aber so mache ich das immer, dann machen wir hier einen Kleber drauf. Und auch hier nochmal, damit wir wissen, wo wir in etwa abschneiden. Und jetzt sehen wir hier schon mal ein schönes Stück. Und wir haben von der Länge natürlich vorgegeben, was es für ein Stück ist, weil ich ja schon weiß, welche Maße das Bücherregal in etwa hat. Und können uns jetzt hier draufschreiben, dass das Seite A wird. Da können wir uns dann einfach, das mache ich nicht oft, aber bei solchen Teilen schon, weil es ja doch sehr hochwertiges Material ist, einfach nochmal draufschreiben, was für Maße möchte ich am Ende haben. Und das Endmaß ist in diesem Fall 800 mal 260. Das heißt, ich weiß genau, welches Teil ist das und welche Dimension wird das eigentlich haben. Was jetzt wichtig zu sagen wäre, die zweite Bohle, die sieht genauso aus, weil sie einfach einen Schnitt drüber ist. Das heißt, wir haben theoretisch einen Spiegelschnitt, weil es ja zwei Teile sind, die mal aufeinander gelegen haben. Das heißt, grundsätzlich ist es zu überlegen, ob man Seite B aus dem gespiegelten Stück aus der anderen Bohle rausschneidet. Machen wir das so? Weiß ich noch nicht. Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil wenn wir sowas mit einem Spiegelschnitt machen, dann müssen die Teile wirklich sehr, 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 sehr gleich sein. Ansonsten sieht das menschliche Auge sofort, die sind sich sehr ähnlich, aber die sind nicht gleich. Und dann ist es eigentlich eher scheiße, finde ich, weil dann hat man die Illusion, die man haben wollte, nämlich genau verpasst. Insofern, das ist jetzt eine Frage, die wir erst beantworten, wenn wir wirklich schon etwas weiter fortgeschritten sind. Aber wir wissen jetzt schon mal, wie wir jetzt sozusagen uns diese Bohle anschauen, gucken, welchen Teil nehmen wir wo raus. Und das machen wir jetzt einfach über die ganze Länge. Und dann wissen wir auch, was bleibt eigentlich noch über. Also wenn wir uns genau aufschreiben, aha, ich habe jetzt hier Seite A, Seite B, Deckel A, Deckel B und zwei Trennwände, dann weiß ich genau, wie viele Teile ich außerhalb dieser Bohle noch aus der anderen Bohle schneiden muss. Und ich zeichne mir das jetzt mal eben ein. Und dann wollten wir ja auch noch über Lagerung sprechen. Was ihr jetzt gesehen habt, ist, dass ich hier auch immer wieder auf die Klebestreifen, die die Begrenzung sind, Pfeile gemacht habe. Und das ist sozusagen immer auch die Schnittrichtung, um zu wissen, in welche Richtung der Schnitt fällt. Also er fällt hier in diese Richtung und hier in diese Richtung. Das ist einfach nur wichtig, damit wir nicht am Ende, wir messen natürlich alles immer nochmal nach, aber damit wir nicht durch irgendeine Doofheit irgendwie zu weit in einen Teil reinsägen. Weil wenn es einmal zu kurz ist in der Länge, ist schon scheiße, weil wieder was dran bekommen, geht eher nicht. Und in einem Projekt, wo eigentlich jedes Teil in sich aus einem Teil sein sollte, wäre es natürlich fatal.
Was wichtig ist, hatte ich eben gerade auch angesprochen, gerade wenn diese Teile so sein sollen, wie sie hier sein sollen, ist natürlich die Konstruktion sehr wichtig, weil wir natürlich Kernteile eventuell mit drin haben. Kernteile gucken wir uns gleich, beziehungsweise wahrscheinlich ganz am Ende nochmal an der Tafel an, weil wir vorher über das Thema Lagerung sprechen. Warum das wichtig ist, ist ganz klar, Kernteile verziehen sich mehr, wie gesagt, schauen wir uns gleich an. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass die Konstruktion diese Kräfte auffangen kann. Das also schon mal im Hinterkopf behalten, vor allen Dingen fürs Video danach, wenn wir also anfangen, diesen Schrank wirklich zu bauen. Was man dabei auch bedenken kann, sind die ganzen Sachen wie bei der Massivauswahl, wie in diesem Video, wo wir über die Hobelbank sprechen. Das geht so ein bisschen ineinander über. Heute ist sozusagen die Vertiefung an einem anderen Projekt, was aufgrund der Materialstärke und der Bauweise wesentlich eher zum Verzug neigen wird. Wow. Jetzt die ganz wichtige Frage. Sollte ich als Handwerker, als Heimwerker eigentlich so einen riesen Massivholzvorrat haben, in dem ich ganz viel lagere? Nein. Ich würde sagen, nein. A, sind das enorme Kosten, weil man natürlich diesen Raum erstmal haben muss. B, muss dieser Raum so sein, dass ich da rein kann, die Bohlen entspannt bewegen kann und ich muss einen Überblick behalten. Und die Lagerungsbedingungen müssen so gut sein, dass mein Holz nicht über die Lagerung schlecht wird. Und deswegen ist es bei mir zumindest so, hinter der Kamera werde ich ganz niedlich angelächelt, das muss ich gerade kurz sagen. Hallo. So kann das sein. Was ich mache, jetzt bin ich wieder drin, ist, dass ich eigentlich immer nur auftragsbezogen einkaufe, damit ich sozusagen wie jetzt, ich kaufe das Holz, es kommt hierher, es wird innerhalb von 1 bis 2 Wochen verarbeitet und ist weg. Das ist A, wichtig, weil das Holz dann sich innerhalb meiner Schaffensperiode nicht deutlich verschlechtert. Wenn ich Holz 20 Jahre da hinten in eine Garage lege, kann es sein, dass ich das für einen tollen Preis gekauft habe, es aber einfach verrottet oder was auch immer und ich die Defekte vielleicht nicht rechtzeitig entdeckt habe. Deswegen bin ich ein großer Fan von Einkaufen, Verarbeiten, weg. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, ja, aber neben deiner Tafel stehen ungefähr mindestens 3 Eichenbohlen. Ja, in einem gewissen Ausmaß habe ich natürlich immer Material da, aber das sind 3 Eichenbohlen und eine Ahornbohle, die über ist von der Hobelbank. Ansonsten versuche ich so wenig wie möglich Holz hier zu haben, einfach weil man doch dazu neigt, alles sehr voll zu müllen und die richtige Lagerung ist halt auch nicht ganz so A, einfach und B, ist es natürlich auch so, ich habe eine andere Philosophie, was das Holzlagern angeht, als viele andere, was nicht zuletzt durch das Buch The Soul of a Tree kommt. Ich lagere meine Bohlen eigentlich immer stehend und dadurch geht A, eine gewisse Gefahr aus, weil sie natürlich kippen könnten und B, ist es so, dass man natürlich Stellfläche an der Wand braucht. Und warum machst du das so? Naja, das ist halt die Philosophie dahinter. Ich habe mich damit sehr gut anfreunden können. Da geht man sozusagen ganz grob zusammengefasst davon aus, der Baum stand ja auch immer so und lag nicht so. Kann jeder davon halten, was er will. Ich mache es so und wie gesagt, ich lagere eigentlich auch nicht viel. Also das sozusagen schon mal einfach, um das für euch einmal abzuhaken. Jetzt, bevor wir weitermachen, fällt mir eine Sache ein. Ich weiß, dass es Absaugspezialisten unter euch gab. Ich bin mit meiner Absaugung sehr unzufrieden. Dazu werden wir vielleicht auch nochmal ein Video machen. Eine Frage zwischendurch. Ich habe ein 160er Rohrsystem. Das kommt jetzt wie Kai aus der Kiste. Es tut mir absolut leid, aber ich vergesse das sonst wieder. Ich habe ein 160er Rohrsystem. Eine Absaugung, die ich mir anschauen würde, die mehr Leistung hat, hat einen 200er Anschluss. Wenn ich jetzt 160 an das 200er Rohr anschließe, was für ein weiteres Rohr müsste ich anschließen, damit die Saugleistung gleich bleibt? Und ist die Saugleistung allgemein besser? Das ist die große Frage. Ich habe jetzt die Jet JCDC 1,5. Oh Gott, bitte. Also die zwei, die das interessiert, helft mir bitte. Und ich überlege mir, die größere Powermatic-Absaugung zu kaufen. Ich weiß die Nummer nicht, sie ist bei Diktum zu haben. Ich bin mit meiner einfach unzufrieden. Wie gesagt, dazu kommt noch was. Helft mir bitte. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Keine Ahnung, wer es beantworten kann. Namaste im Voraus. Jetzt gehen wir zur Tafel und gucken uns an, wie eigentlich der Kern arbeitet und warum. Und dann zersägen wir die kleine Möhre hier, weil wir wollen ja mit dem Zuschnitt auch anfangen. Eben nochmal auf das Absaugungsthema zurückzukommen. Die Absaugung, die ich gerade genannt habe, die ich mir eventuell holen wollen würde, verlinke ich euch unten. Und wer sagt, die ist scheiße, nimm eine andere. Bitte helft mir. Das Thema Absaugung liegt mir überhaupt nicht.
Jetzt ist aber auch Schluss. Also, ich hatte gerade gesagt, dass wir natürlich aufpassen müssen, wo der Kern ist. Wir malen uns jetzt mal hier unsere Bohle so ein bisschen auf. Und in der Regel, wenn wir uns das jetzt wirklich so vorstellen, wir haben den perfekten Kern drin oder auch nur halb, machen wir es mal so, dann gehen die Jahrringe ja irgendwie so. So, und jetzt fangen sie schon an, dass sie nur noch stehend sind. So, das kann sich jetzt jeder vorstellen, machen wir auch nochmal. Warum ist das so? Das ist so, weil ein Baum so wächst. Können wir jetzt, müssen wir nicht tot diskutieren, wir wissen einfach, dass es so ist und wir leben damit. Und wir wissen jetzt, dass dieser Teil, wo die stehenden Jahrringe sind, schreibe ich mal auf, stehend, in der Regel der beste Teil ist vom Holz, weil das Holz nur in eine Richtung arbeitet, nämlich so. So wie die Jahrringe auch sind. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Tischlermeister wird, dann sollte man in der Regel stehende Jahrringe verarbeiten, weil das laut Fachbuch und auch laut Realität natürlich einfach die wenigsten Probleme macht. Man ist auf der sicheren Seite, um es mal abkürzend zu sagen. Aber warum ist das jetzt eigentlich so, dass stehende Jahrringe so viel sicherer sind als der Kern? Und das ist eigentlich total einfach. Wenn wir uns angucken, wie die Jahrringe beim Kern laufen und wissen, dass die stehenden Jahrringe in diese Richtung arbeiten, dann sehen wir, hier haben wir ja Jahrringe, die sozusagen im Kreis gehen. Das heißt, die arbeiten auch im Kreis und dadurch entsteht in diesem Bereich enorme Spannung. Und wie können wir uns das jetzt einfach veranschaulichen? Also A, wische ich das hier mal wieder weg, das haben wir jetzt verstanden. Das ist ganz einfach. Jeder hat wahrscheinlich schon mal so eine richtig schöne, abgespacede Baumscheibe gesehen, wo er sich dachte, Alter, die sieht so geil aus, daraus mache ich einen Tisch. Und dann haben wir ja hier das gleiche Problem. Bei Baumscheiben laufen die Jahrringe ja theoretisch gesehen so, im Kreis. Und jeder, der schon mal eine Baumscheibe gesehen hat oder sich schon mal einen Tisch draus machen wollte oder auch einen draus gemacht hat, wird, wenn er nicht lügt, feststellen, dass die eigentlich immer reißen. Immer. Es ist fast unmöglich, so eine Baumscheibe zu trocknen, ohne dass an irgendeiner Stelle ein Riss auftaucht, der wahrscheinlich in etwa so aussieht oder so oder auch noch so. Und das ist genau das gleiche Phänomen. Dadurch, dass die Ringform in alle Richtungen arbeitet, kann das Holz das kaum ausgleichen. Die Spannung wird beim Trocknen einfach zu hoch. Das Holz reißt auf. Und das hängt auch damit zusammen, dass bestimmte Bereiche langsamer trocknen als andere. Aber das ist schon wieder eigentlich sehr, sehr weit drin. So weit drin brauchen wir gar nicht sein. Wir müssen einfach nur wissen, so ein Teil, wo wir Jahrringe haben, die anfangen sehr rund zu werden, ist in der Regel gefährlich, kann reißen und wird sich wahrscheinlich, und das ist, kennen wir ja auch, dass die Bohlen diese Banane hier machen, das hängt auch damit zusammen, einfach mit dem Kern. Das haben wir jetzt also einmal gelernt, wie wir das bei unserem Projekt sozusagen ausklinken und einfach dafür sorgen, dass wir zwar den Kern drin haben, aber sagen, naja, mach doch, was du willst, ich hab's im Griff. Das sehen wir im nächsten Video, denn es gibt natürlich handwerkliche Methoden, damit umzugehen. Ganz klar, es ist nur etwas aufwendiger, als wenn man immer mit dem perfekten Holz arbeitet. Das also mal wieder so als kleiner Hub in Richtung Handwerkskammer. Das haben wir verstanden. Wir nehmen jetzt die Bohlen, was heute zum Glück sehr, sehr einfach ist, schmeißen die auf die Formatkreissäge und da sprechen wir darüber, wie es beim Zuschnitt so abgeht, worauf wir achten sollten und vor allen Dingen, welches Sägeblatt nehme ich eigentlich? Was ist gerade passiert? Also A, haben wir eine sehr lange Bohle, die nach hinten weit ausgelegen hat und ein bisschen rund ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, es ist ja in solchen Schreck- und Adrenalinsekunden ein bisschen schwierig, erstmal das Wichtigste festhalten und nicht loslassen und auf Not ausdrücken. Habe ich gemacht. Das nächste Wichtige, was im Vorfeld schon passiert ist, ich benutze Fritz und Franz. Ohne diese Gummilippen wäre das Ding einfach nur weggeflogen. Und wenn ich versucht hätte, das mit der Hand hier so zu halten, ich weiß nicht, das wäre auch schlecht gewesen. Aber was ist passiert? Wenn ich mich richtig erinnere, wollte ich schieben.
Und habe in dem Moment gedacht, oh, die läuft nach hinten ein bisschen vom Schlitten runter. Vielleicht muss ich ein bisschen Druck von oben ausüben. Ich glaube, das habe ich gemacht und habe dabei hier minimal den Druckpunkt verloren. Das war der Fehler, weil dadurch hatte die Bohle das... Klingt herrlich, genauso scheiße war es auch gerade im Video. Dadurch hat die Bohle ein bisschen Spiel gehabt und hat sich im Sägeblatt verkantet. Es ist ja alles gut gegangen, alles, es ist jetzt auch nicht so, dass das zum ersten Mal in meinem Leben passiert ist. Ich kenne das, ich arbeite ja länger in dem Bereich. Aber ganz wichtig, im Moment häufen sich solche Sachen und es ist für euch auch ganz wichtig zu lernen, wie reagiere ich dann, was mache ich dann. Ganz wichtig ist, ich sage es nochmal, im besten Fall nicht einfach loslassen, weil wenn das Ding dann losfliegt und ihr steht da, aua, das schafft ihr nicht. Also man hätte in dem Fall jetzt auch mit dem Knie den Notausschalter drücken können. Ich bin ganz ehrlich, bei der Formatkreissäge habe ich ihn jetzt zum ersten Mal gedrückt. Deswegen musste ich gucken, wo er ist. Hat ja alles gut geklappt. Puh, so, jetzt einmal tief durchatmen. Seid euch bewusst, dass sowas mal passieren kann. Wir haben jetzt die Stücke in der Länge ja abgelenkt und wer jetzt genau hingeguckt hat, könnte gesehen haben, du hast doch aber da ein Längssägeblatt für Querschnitte benutzt. Ja, A, kann man das mal machen und B, machen wir wirklich einen ganz, ganz groben Zuschnitt. Dabei jetzt ein feines Sägeblatt zu nehmen, bringt fast nichts, weil keine dieser Schnittkanten wird später eine Schnittkante sein, die noch existiert, weil wir ja alles noch nachschneiden. Wenn wir den Zuschnitt fertig haben und dann im nächsten Teil ausgehobelt haben, dann schneiden wir nochmal zu. Was natürlich jetzt noch ganz wichtig ist, jetzt haben wir ja immer noch Teile, die A, viel zu breit sind und B, die Baumkante dran haben. Das muss auch noch ab und dafür müssen wir in dem Fall jetzt natürlich das Längssägeblatt verwenden und rechts und links jeweils einen Besäumenschnitt machen. Und dafür ist es auch wieder sehr, sehr wichtig, dass wir, wie bei den anderen Schnitten auch, Fritz und Franz benutzen, denn wir müssen uns das Stück Holz jetzt ja hier einspannen, damit wir uns einfach hier einen geraden Schnitt dran sägen. Die Breite, habe ich ja schon gesagt, ist jetzt noch nicht so wichtig. Wir wollen am Ende 26 cm Fertigmaß haben. Ich würde jetzt mindestens 30 cm schneiden, denn was müssen wir alles noch machen? Abrichten, hobeln und wir müssen dann noch zuschneiden. Das heißt, lieber ein bisschen mehr dran lassen und ganz wichtig, wir wissen ja auch, dass sowieso der zweite Teil nicht verleimt wird. Das heißt, das Maß von dem Teil, was übrig bleibt, ist in dem Fall nicht ganz so wichtig. Und eine Sache möchte ich euch auch noch sagen, das ist jetzt hier von der einen Bohle so ein Abschnitt, der überbleibt. Und A, können wir hier sehr gut auf beiden Seiten gesehen, dass der Kern genau in der Mitte ist. Das ist ziemlich genau tatsächlich so, wie ich es da hinten an der Tafel angezeichnet habe. Und das andere ist, ich weiß, wir sind alle so ein bisschen Holzsammler und wir wollen das behalten, das ist so schön, damit können wir noch was machen. Aber schmeißt sowas weg, verbrennt das. Denn wir haben hier ein Stück Holz, was maximal, sagen wir mal, 20 cm vielleicht hat. Nicht mal, na doch, gut geschätzt. 19 cm in der Länge. Warum ist diese Länge wichtig und nicht diese hier? Das ist alles Hirnholz. Das heißt, dieses Stück hat in dieser Form kaum Stabilität. Wir können es eigentlich kaum verwenden. Und ein 19 cm langes Stück Nuss könnte bei einer ganz, ganz, ganz kurzen Schublade interessant sein. Ansonsten nicht. Bei mir kommt das gleich, wird klein gehackt mit der Axt und kommt in den Ofen. Ihr könnt das natürlich anders machen, es ist ja nur mein Vorschlag, aber gewöhnt euch an, dass ihr ein gewisses Maß bei euch in der Werkstatt festlegt, wo ihr sagt, alles klar, alles unter 25 cm Längsholz, ab in eine Tonne, weil was soll ich damit? Bei mir wäre es jetzt so, bei mir sind das tatsächlich 25 cm, die ich als Maß festgelegt habe. Wir wissen also, wir haben jetzt hier 19, also weg damit. Denn am Ende müllt ihr euch nur die Bude voll. Und es ist ja bei mir auch so, ich räume ja nicht umsonst so oft um. Ich muss das auch noch lernen, das konkreter durchzuziehen, aber ihr könnt das besser machen. Was wir jetzt als nächstes machen, ist rechts und links ein Besäumenschnitt. Dann sehen wir uns am Tisch wieder. Zuschnitt abgeschlossen, könnte man sagen. Wir haben jetzt die Teile rechts und links besäumt und das super coole ist, wie ihr seht, auf allen Teilen, die wir vorher beschriftet haben, das Teil kommt ja von der zweiten Bohle, sind unsere Aufkleber von vorhin immer noch drauf. Wir können natürlich die hier mit den Schnittmarken, die können wir entfernen, aber die anderen Kleber sind gar nicht so blöd, denn wir wissen jetzt immer noch, welche Teile wir für welchen Part ausgesucht haben.
Und das ist auch sehr sinnvoll, denn wie in dem heutigen Fall ist es so, dass manchmal man ja nicht die Teile gleich weiterverarbeitet. Das heißt, es kann ja sein, dass ich die jetzt grob zuschneide und dann sage, jo, ich bin jetzt aber 2 Tage nicht da oder 3 Tage oder 1 Tag und ich bin so vergesslich, dass ich morgen nicht mehr weiß, was ich mir heute gedacht habe. Solche Zettel helfen natürlich dabei, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Ganz wichtig ist, ihr seht es, überall stehen ja die Fertigmaße drauf. Und wenn wir jetzt diese 3 angucken, die haben alle das Fertigmaß 600. Keins davon ist ansatzweise gleich lang wie das andere. Das ist aber auch egal. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist was, was ich auch am Anfang gar nicht verstanden habe, ist, ich säge sowas von weit weg vom Fertigmaß, weil es kommen noch ganz, ganz viele Schritte, wo wir, wenn wir es gar nicht vorhersehen können, eventuell viel mehr Material entfernen müssen, als wir das kennen. Und deswegen lässt man alles ruhig ein bisschen lang. Am Ende sind diese 5 oder 10 Zentimeter oder lass es 20 sein, die man jetzt hier vielleicht abzieht in der Menge, die machen es nicht aus. Wir haben es ja gerade gesehen, so ein 20 Zentimeter Reststück, was eigentlich nur aus Hirnholz besteht, das bringt niemandem was. Aber ich hole ein Stück, was ich tatsächlich absichtlich so rausgeschnitten habe. Normalerweise mache ich das eigentlich nicht, aber das ist fast schöner als mein Gesicht. Das war mir schon ganz am Anfang aufgefallen, als ich die Bohlen gesehen habe. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass man diese Ecke irgendwie retten kann, weil das, dieser Teil, wenn man den irgendwo einbauen kann, der wird sehr, sehr schön sein. Weil wir sehen hier dieses Muster, was das Nussholz hier um diesen Ast drumherum hat. Sehr, sehr schön. Das wird aufbewahrt für den Poxy-Tisch. Nein, dafür natürlich nicht. Aber solche Teile kann man natürlich retten. Wichtig ist, es gilt ja nur zur Anschauung, genau wie dieses andere Stück. Ihr müsst eure Regeln für den Verschnitt selbst festlegen. Es gibt natürlich Grundlagen. In der Kalkulation sagt man irgendwie 40% braucht man mehr bei Massivholz. Wenn ihr in der Schule seid, dann macht es in der Schule so. Für euch selber, ihr müsst es selbst festlegen. Merken, wie viel verballer ich eigentlich, wie gut habe ich das drauf, wie gut kann ich abschätzen, was ich auch beim Abrichten an Dicke verliere. Weil das ist ja auch ein Punkt, da kommen wir zwar erst im nächsten Video zu, aber wenn wir die Teile jetzt weiter bearbeiten, in die fertige Form bringen, müssen wir abrichten. Und je nachdem, wie geschüsselt oder verdreht das Brett ist, verliert man dabei sehr viel Material. Wirklich sehr viel, das überrascht einen dann selbst. Man denkt sich, oh Kacke, ich glaube, ich komme gar nicht auf mein Fertigmaß. Das muss man also alles im Vordergrund behalten. Deswegen gucken wir uns das hier so ausführlich an, weil es geht ja darum, dass ihr in eurem Hobby, in eurem Beruf, wie auch immer, so ein bisschen andere Einblicke hört und hört, wie ich das mache. Und da ist es immer vielleicht ganz gut, einfach mitzubekommen, Verschnitt ist normal, Verschnitt gehört dazu, den muss man mit einplanen, ist nicht schlimm, legt eure eigenen Regeln fest. Das war es jetzt tatsächlich für den ersten Teil. Das ist das Thema, wie plane ich eigentlich den Zuschnitt bei teuren Hölzern und auch das Thema Lagerung. Die Nussbohle, die ich jetzt noch über habe, die ist immer noch 2,60 Meter lang, steht da hinten an der Wand. Stehend und nicht liegend, so ist das bei mir immer. In diesem Sinne, wir sehen uns am Freitag wieder. Ich hatte jetzt schon gesagt, Freitag geht es um den Grundhobel. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Und auch am Sonntag haben wir ein sehr schönes Thema, was wir schon mal leicht gestartet haben und was sehr gut zu diesem Projekt passte. Also freut euch drauf. Sicherheit ganz vorn. Ich fahre jetzt nach Gifhorn? Nee, also meine Reime waren definitiv schon mal besser im letzten Jahr, aber ich bin ja auch kein Reimkönig, ich mache ja was mit Holz. Also in diesem Sinne. Tschüss.